Wir wollen ja immer schön korrekt bleiben. Oh, nun komm. Jetzt kriege ich hier noch weniger Setzlinge raus als vorher. Ich hatte gehofft, das nützt hier wenigstens ein bisschen was. So, komm. Komm, gib mir deine Setzling. Aber ist die Wahrscheinlichkeit, nicht einen Setzling zu bekommen mit Schwert, irgendwie höher? Aber geht schneller kaputt? Irgendwie sowas war doch auch... Oh, da ist einer. So. Eigentlich bräuchte ich sogar noch einen. Denn ich möchte ja auch einen noch in den Blumentopf reinstellen. Das mache ich, dann nehme ich mir einfach hier einen mit. Fertig. So. Ach, du grüne Neune. Mir fällt gerade ein, wir haben ja den Villager da abhauen lassen. Ich bin die ganze Zeit um den Klotz da drum herum gelaufen, ohne mich dafür richtig zu interessieren. Seid ihr eigentlich schon wieder paarungswillig? Cool. Wo ist der andere? Hier. Hehehehe. Jetzt mache ich mir erstmal meine eigene kleine Hundearmee. So. Setzt du dich auch hin, Hundi. Nein, der Kleine soll sich hinsetzen. Du sollst dich hinsetzen. So. Und dann können wir auch mal noch einen Schäfer machen und allgemein halt für jedes Tier einen einzelnen Hirten. Jemand, der sich um die Pferde kümmert, jemand, der sich um Schweine hört, jemand, der sich um... Ist ein bisschen traurig, dass hier nur noch ein Bett ist, ne? Jemand, der sich um Schweine kümmert, um Schafe kümmert, was weiß ich, vielleicht auch ein paar, der... Einer, der Esel hat oder irgendwie sowas, müssen wir mal gucken. Und eigentlich wollte ich ja auch noch die Insel Island erschaffen. Vielleicht mache ich da mal so eine kleine Parallelreihe zu, wo ich da im Creative Mode hier mir eine Insel aussuche. Und da ein Haus drauf setze und da meine ganzen Pferde hinführe und die halt in alle Richtungen züchte, dass man von jedem Pferd eines hat. Da werde ich mich vorher nochmal richtig schlau machen, welche Pferdesorten es alles gibt. Und dann machen wir das. So. Jetzt aber erstmal hier den Setzling rein. Da oben muss er hin. So, hier unten muss noch die, mir fällt gerade auf, wir müssen noch ein paar Sachen reinmachen. Sternlauch fehlt noch, Flieder fehlt noch, hier in die Ecke können wir noch einen reinmachen. Das heißt, wir brauchen mindestens noch 3 Töpfe. Okay, jetzt halten wir uns erstmal mit so ein paar Kleinigkeiten auf, denn Detailarbeit ist das Wichtige im Let's Play. Ihr wisst, wie es ist. Huh. So, einwandfrei. Ich muss sagen, das Let's Play, es ist zwar nicht das Nonplusultra, was die Zuschauer angeht, ne? Also nicht, dass ihr schlechte Zuschauer seid, sondern dass es von der Klickzahl halt nicht so oft aufgerufen wird, wie es vielleicht könnte, wie es vielleicht schön wäre, wo ich sagen würde, dass das lohnt sich auf jeden Fall so richtig. Aber das Let's Play ist eins der Sachen, was mir mit am meisten Spaß macht auf meinem Kanal. Natürlich machen die Sachen mit Robert auch alle Spaß, aber das hier ist so ein Ding, das ist meine ganz eigene Welt, wo ich halt ganz für mich sein kann. Mal. So, die... Da ist noch eine weiße Tulpe. Rote brauche ich noch. Deswegen habe ich mir das extra so sortiert, wie ich sie vorher schon reingesetzt habe. Und ich wollte mal sehen, ob ich die Rosen ein bisschen einbauen kann. Und wie gesagt, wollte ich die Textur noch ändern, dass das Mais wird. Das müssen wir auch mal noch machen. Ach, was wir alles noch tun wollen, wie schön. Wie schön das alles werden kann. So, und die Stelle hatte ich mir schon vorher ausgeguckt. Oh, wie cool. Doch, das sieht gut aus. So, dann müssen natürlich hier die popligen Pflanzen davor weg. Und es wäre natürlich geil, wenn wir Potsoul hätten. Dann könnte ich das da drunter setzen. Haben wir aber nicht. Haben wir aber nicht. Hier setzen wir vielleicht auch mal richtige Rosen dann rein. So. Wir müssen ja nicht alle ersetzen. Aber hier so ein Teil vielleicht, ne? So. Und da können wir auch noch andere große Pflanzen reinsetzen. Das kommt alles noch. Guck mal, wie viele Hunde wir jetzt haben. Oh, ein Glück, ey, dass die sich da wegbeamen. Das ist immer so eine Schweinerei, muss ich sagen.
Warum hätten die sich jetzt weggebeamt? Besonders wird sich ja dann auch der andere weggebeamt haben, ne? Ganz einfach. Der hinter mir quasi verloren gegangen ist, als wir mit dem Boot unterwegs waren. Wenn die das so einfach können, sich einfach wegbeamen, dann werden die das wahrscheinlich auch machen. So, ich habe das Getreide übrigens mitgenommen. Hier, das Weizen. Weil ich damit eigentlich auch noch was machen wollte. Aber ich lasse mich hier immer von so vielen Kleinigkeiten ablenken. Und das werde ich auch weiterhin tun. So. Ich wollte Blumentöpfe setzen. Wo habe ich denn die Kiste mit dem... Ich glaube, bei dem Schmied drin ist das. Ja. Also, wir müssen uns wirklich einen Töpfer machen. Das heißt, das ist dann derjenige, wo auch Lehm und so weiter zu finden sein wird. Weil so kann man sich eigentlich alles immer herleiten. Ne? Man weiß genau, oder ich kann das zumindest genau herleiten, in welchen Kisten man was finden wird. Weil ich Weizen in der Hand habe, läufst du mir hinterher? Stirb, Kuh. So. Ich wollte eh Kühe schlachten. Und die, die frei rumlaufen, sind immer die ersten. So, das darf ich dann jetzt also nochmal setzen. Das war irgendwie blöd von mir. Ich habe gehofft, dass das clever von mir war. Aber daraus kann man ja... muss ich die erst jedes Mal wieder setzen, um die dann hier reinzupacken. So, dann machen wir uns hier mal so eine große Reihe. Und arbeiten die ab. Eigentlich wäre es jetzt noch richtig geil, so eine Schaufel mit Glück drauf zu machen. Dass dann da mehr rauskommt. Oder Effizienz. Was ist da das Richtige? Nee, Glück müsste das sein, ne? So. So. Da müssen wir jetzt mal bei dem Schmied... Ach, guck mal. Bei dem Schmied noch ein bisschen... zack. Ein bisschen was brennen. So. Wie viel habe ich gesagt, brauche ich? Ein paar bloß, ne? Ich glaube, 4 müssten schon zu viel sein. Aber trotzdem, ich mache mir mal 4. Hol mir auch gleich noch ein... Nee, mache ich nicht. Ich wollte mir eigentlich noch ein... Ach, ich bin wieder so. Ein Tropenholzbrett, wollte ich sagen. Oh, guck mal, wie schnell das jetzt geht. Das ist besseres Bone Meal. So. Die gleich nochmal abarbeiten. Weil, wie gesagt, wir wollen ja eigentlich Setzlinge haben. Bislang klappt das nicht so gut. Vielleicht sollte ich dafür mal so einen großen Dschungelbaum machen. Ja. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. So. So. Dann kann das da alles schon mal runterfallen. Gut, da komme ich jetzt nicht oben ran. Los. Noch eins höher? Mann, oh Mann. Du bist aber ein eingebildetes Bäumchen. So. Wächst einfach riesengroß. Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht bis ganz oben ran. Da drüber ist auch noch einer, natürlich. So. Da ist schon ein Setzling. Natürlich gleich wieder hinpflanzen. Denn ich möchte ja hoffen, dass wir hier auch wieder ein bisschen mehr noch rauskriegen. So. Wie geht's denn dem da eigentlich drin? Gut, du lebst noch. Alles klar. Tschüss. Ja, den bauen wir auch gleich wieder ein. Weil, warum nicht? So. Was kommt hier in die Ecke mit hin? Und was kommt dort in die Ecke mit hin? Dort oben ist ganz klar die Tulpe. Hier unten machen wir mal auch noch einen mit hin. Wegen Sternenlauch. Und jetzt habe ich soweit alle Plätze ausgereizt. Das Problem ist nur, es gibt halt noch mehr Pflanzen, ne? Also, als erstes die Orchidee. Die kann hier noch mit rein. Sternenlauch habe ich ja jetzt noch nicht, das heißt, der muss dahin. Was fehlt mir denn dann noch? Es gibt noch mehr Pflanzen, glaube ich. Hier so ein hässliches kleines Pflänzchen. Habe ich Porzellan? Ja, da. Margarite ist auch schon mit dabei, die ist da oben. Dann schaue ich gleich nochmal. Das ganz normale Fahren habe ich ja wieder drin. Warum habe ich denn da noch nicht die Textur wieder geändert? Was man noch alles machen muss. Aber diese Texturarbeit, das ist halt immer nicht gerade das Spannendste für mich. Das macht auch nicht so viel Spaß.
Das Ergebnis ist dann natürlich schön, wenn man dann das Ganze verwenden kann im Let's Play. Ja, wir bekommen wieder Hunger. Und zwar nicht zu knapp. So, dann bringe ich das jetzt alles nochmal hier runter. Hier rein. Die haben wir alle eingebaut. Ja. Okay. Ah, dann mache ich Blumentöpfe, die ich fertig habe, so lange auch erstmal hier noch mit rein. Müsst ihr mich dran erinnern, falls ich mich mal wieder sehr dumm anstelle. So, guck mal, wie viel Holz wir haben. Ist das auf jeden Fall ein Ort? Ach, warte mal. Hab's genau gesehen. Das war das verkehrte Holz. So und so. Und da oben machen wir Bone Meal mit dazu. So, weiter geht's. Im Text. Was hatte ich jetzt noch vor? Das habe ich alles gemacht. Ja. Ich wollte ein bisschen Lehm sammeln gehen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Was habe ich hier noch stehen? Oh, ja, ich gucke dabei auf den Boden. Was habe ich hier noch stehen? Ja, Lehm sammeln, weil ich halt ein neues Gebäude anfangen möchte. Und zwar wird das ein bisschen größeres. Und zwar hauptsächlich aus dem Stein. Außer ich fange vorher noch den Töpfer an. Man weiß, ich habe so viele Ideen. Und das möchte man eigentlich alles umsetzen. Also die Setzlinge werden immer weniger statt mehr. Jetzt haben die sich da auch dran gehängt. Ist natürlich nicht richtig. Jetzt muss ich auch noch die Fichte hier fällen. Wir könnten auch mal noch so einen richtig coolen großen Baum machen. Also damit meine ich jetzt nicht hier so ein so einer meine ich. Bloß schöner. Oh, wisst ihr, was wir da mal machen können? Ja, da kommt mir direkt eine richtig gute Idee. Und zwar werde ich mal versuchen, meine Welt, ach nee, wenn ich die irgendwo hochlade, dann sind wieder meine Villager weg. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck. Ich werde mal versuchen, meine Welt, nun komm, einen Setzling brauche ich noch, dann könnte ich so einen großen Baum machen. Meine Welt mal wieder auf einen Mehrspielerplatz zu bekommen. Und dann versuche ich mir mal einen ganz bestimmten Typen hinzuzuholen. Der darf hier dann mal im Game Mode hier einen richtig geilen Baum hinbauen.